Hallo und willkommen zu einer neuen Herzchen-Häkelanleitung. Letztes Mal haben wir dieses kleine Herz gehäkelt und heute zeige ich euch, wie man größere Herzen häkelt, entweder einfarbig oder, jetzt war es fast weg, oder zweifarbig, mit einer anderen Umrandung. Die Anleitung für die Herzen findet ihr auch in meinen Shops. Da ist sie detailliert mit Bildern und zwar Teil der Anleitungskombination mit der Herzschachtel, die man so öffnen und schließen kann. Und da erkläre ich auch noch, wie man aus den großen Herzen so Zuckerherzen machen kann. Werden dann noch ein bisschen anders gestaltet. Genau. Ich verlinke euch meine Shops einfach unten im Text und dann könnt ihr gucken, ob euch hier das Video reicht oder ihr vielleicht eine ausführliche Anleitung als PDF haben wollt. Für die Herzen brauchen wir heute mindestens eine Farbe. Ich habe wieder die Catania von Schachenmeier genommen, aber ich nehme zwei Farben und eine 3 mm Häkelnadel. Die kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch. Meine Schere und natürlich eine Nadel zum Vernähen der Fäden. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Viel Spaß! Während beim letzten Mal bei dem kleinen Herz in Runden gehäkelt wurde, häkeln wir heute in Reihen. Und ich habe mich mal für ein paar andere Farben entschieden. Nicht immer das klassische Rot fürs Herz. Heute nehmen wir mal Rosa und Lila. Und wir starten mit 2 Luftmaschen. Also im Prinzip, ich mache immer den Fadenring am Anfang und noch eine Luftmasche. Und in den Fadenring oder die erste Luftmasche häkle ich jetzt 2 feste Maschen. Und dann ziehe ich es zu. Da brauche ich keine Lücke mehr. Dann machen wir am Anfang jeder Reihe eine Luftmasche. Und in der zweiten Reihe verdoppeln wir jetzt die ersten beiden Maschen und häkeln jeweils 2 feste Maschen in die beiden festen Maschen der ersten Runde. Wir arbeiten uns also von unten von der Spitze des Herzens hoch, des Herzes hoch und machen die nächste Luftmasche, die nächste Reihe. Jetzt verdoppeln wir die erste Masche. Häkeln 2 feste Maschen, dann 2 feste Maschen normal in die nächsten beiden, also nur einfach, und die letzte Masche verdoppeln wir wieder. Jetzt haben wir schon 6 feste Maschen. Wir brauchen noch mehr, also wieder eine Luftmasche, die ersten beiden Maschen verdoppeln. Dann häkeln wir hintereinander 4 einzelne feste Maschen. So, noch eine. Und die letzte Masche wird wieder verdoppelt. Damit haben wir jetzt schon 8 feste Maschen. Und in Reihe 5, die jetzt kommt, häkeln wir nur 8 feste Maschen. Also in jede feste Masche eine feste Masche, die Luftmasche am Anfang nicht vergessen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und eine noch. Die 8. Wieder eine Luftmasche machen. Und jetzt machen wir es wieder wie in den vorherigen Runden. Die erste Masche wird verdoppelt. Dann häkeln wir 6 einfache Maschen. Einfache feste Maschen. Wir häkeln sowieso bei diesem Herz nur feste Maschen. Das ist also absolut anfängertauglich. Und in die letzte Masche nochmal 2 feste Maschen. So, Luftmasche. Jetzt haben wir schon 10 feste Maschen
Und in Reihe 7 häkeln wir in jede der 10 festen Maschen eine feste Masche. Das ist nicht so kompliziert. Einfach von unten nach oben baut sich das Herz auf. Und so, ich bin am Ende von der 7. Reihe, mache wieder eine Luftmasche, verdoppel die erste feste Masche, häkel dann 8 feste Maschen zwischen der ersten und der letzten. Zwischen der ersten und der letzten Masche. Nicht Reihe, sondern Masche. Und in die letzte häkeln wir wieder 2 feste Maschen. Eine Luftmasche. Und jetzt haben wir 12 feste Maschen und häkeln nicht nur eine Reihe mit 12 festen Maschen, sondern 2. Also Reihe 9 und 10 jeweils nur 12 feste Maschen in der Reihe, also eine feste Masche in jede feste Masche der Vorreihe. Und das spule ich jetzt mal schnell vor. So, jetzt bin ich am Ende von Reihe 10. Ich habe jetzt 2 Reihen ohne Zunahmen oder Abnahmen oder irgendwas gehäkelt. Einfach nur jeweils 12 feste Maschen. Und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, wo wir die Bögen, die Herzbögen häkeln. Und dafür häkeln wir 6 feste Maschen. Die restlichen Maschen lassen wir jetzt unbearbeitet, da sind nochmal 6 übrig. Häkeln jetzt eine Luftmasche und wenden schon bei der Hälfte. Jetzt häkeln wir 2 Maschen zusammen. Dann 2 feste Maschen. Und die letzten beiden häkeln wir wieder zusammen. Jetzt haben wir am Anfang und am Ende der Reihe abgenommen und haben noch 4 feste Maschen. Machen wieder eine Luftmasche, wenden und häkeln 2-mal 2 Maschen zusammen. Eine Reihe nur mit Abnahmen. Und es bleiben dann 2 Maschen übrig. Wir schneiden den Faden ab. Und jetzt muss noch die andere Seite gehäkelt werden. Da machen wir das nochmal ganz genauso. Müssen wir den Faden natürlich dafür neu anbringen. So. Und zwar eine feste Masche, 2, 3, 4, 5 und 6, wie zuvor auch. Sind 6 feste Maschen bis zur Hälfte, dann machen wir eine Luftmasche, wenden, häkeln die ersten beiden festen Maschen zusammen, häkeln dazwischen nochmal 2 einzelne feste Maschen und die letzten beiden Maschen werden auch zusammengehäkelt. Luftmasche, wenden und nochmal 2 Abnahmen arbeiten, also jeweils 2 feste Maschen zusammen häkeln und fertig. So, jetzt sieht man schon ganz gut, dass das ein Herz wird, aber wir sind noch längst nicht fertig. Aber einmal eben zwischendrin Fäden vernähen, dann geht's weiter. Bei den Bögen vernähe ich den Faden oder ziehe den Faden zunächst
Richtung Mitte runter, vernähen dann hier. Wenn man in die andere Richtung zieht, geht hier oben die Masche hoch. Also am besten Richtung Mitte vernähen. So, ich habe alle Fäden auf dieser Seite vernäht. Das ist für mich also jetzt meine Vorderseite. Und jetzt häkeln wir noch einmal um das Herz herum, um einen schönen Abschluss zu haben, schöne Ränder. Und da kann man natürlich entweder in der gleichen Farbe das Herz umranden oder, wie ich es jetzt mache, sich noch ein bisschen Kontrast dazu nehmen. Es wirkt, glaube ich, auf der Kamera viel dunkler, als es ist. Es ist ein ganz toller lila Ton. Aber vielleicht sieht man es gleich besser, wenn es ans Herz gehäkelt ist. Ich steche einfach hier oben zwischen den beiden Bögen mit meiner Nadel ein, hole mir den Faden von hinten, einmal eine Luftmasche und häkel dann einfach um das Herz herum. Hier oben in den Bögen häkel ich an der Stelle hier meist zwei feste Maschen. Muss manchmal schauen, wenn es irgendwie zu eng wirkt, dann muss man nochmal verdoppeln da oben. Aber bei mir reichen an der einen Stelle zwei feste Maschen. Ansonsten häkel ich einfach hier weiter drumherum. Unten an der Spitze mache ich das dann auch nochmal, dass ich mehrere Maschen häkel. Also drei mache ich in die Spitze. So kommt man immer am besten drumherum. Und die Form bleibt erhalten. So, sind wir gleich an der Spitze. Da häkel ich jetzt drei feste Maschen. Und dann geht es weiter. Auf der anderen Seite wieder hoch. Ups. Und jetzt komme ich ja wieder beim anderen Bogen. Ups, verheddert. Jetzt komme ich auf jeden Fall hier wieder bei dem anderen Bogen an. Und da mache ich es natürlich auch so wie auf der anderen Seite, dass ich hier einmal zwei feste Maschen häkel. Wie gesagt, man kann auch hier nochmal zwei häkeln, aber eigentlich brauche ich das jetzt gerade hier nicht. Na, jetzt mal gucken, wo man so einsticht. Und dann sind wir gleich auch schon einmal ganz rum. So. Und in die Mitte, da wo ich angefangen habe, mache ich jetzt nochmal eine Kettmasche. Faden abschneiden, nach hinten holen und vernähen. Das mache ich schnell. So, jetzt ist das Herz schön flach. Ich habe es von hinten gebügelt und vorher ein nasses Tuch draufgelegt, dann das Bügeleisen draufgehalten und so ist es ein bisschen gedämpft und richtig schön flach. Ja, und jetzt könnt ihr es aufnähen, verschenken, damit basteln, noch ein weiteres Herz häkeln und die beiden zusammen häkeln drumherum. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das war es auch schon. Jetzt habe ich euch schon zwei Möglichkeiten gezeigt, Herzen zu häkeln und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.